So, das ist ein kleines Demo-Video von meiner LED-Steuerplatine, die dann später auch für Hausautomatisierungsaufgaben und alles Mögliche verwendet werden kann. Und zum ersten Test habe ich so ein kleines Programm hier geschrieben. Das sendet zwei Bytes über die serielle Schnittstelle und das eine Byte wird bestimmt durch die Position des Mauszeigers in der X-Richtung und das andere in der Y-Richtung. So, das Ganze geht dann durch den Schnittstellenwandler, der die Pegel auf 5 Volt umsetzt. Die gehen dann in diese Platine mit einem kleinen AVR, mehreren MOSFETs. Und diese Platine ist erstmal angeschlossen an mein Netzteil. Und aus den MOSFETs gehen weitere Kabel hoch zu meiner Deckenlampe. So, und auf dieser Deckenlampe sind jetzt kaltweiße und warmweiße LEDs, die durch das erste und das zweite Byte gesteuert werden. Und da kann man zum Beispiel warmes Licht machen oder kaltes Licht. Kann es hell machen und dunkel. Und das Ganze geht stufenlos. Das heißt, man kann es steuern, wie man will. Das Ganze nochmal in der Totalen. So, das Ganze ist noch in der Entwicklung, deswegen sieht das etwas konfus aus. Und das Teil hat auch wesentlich mehr Möglichkeiten als nur LEDs.